called the dark side. Yo, 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu heute mal einem anderen Video. Und ihr seht, es ist keine bekannte Location in dem Sinne. Wobei, Schluck aus der Pulle ist immer da. Ihr seht das Teil. Ihr seht nicht das Datum, es ist heute nämlich Sonntag. Der 9. April. Und es geht gerade um unser nächstes großes Projekt. Ich fange mal ein bisschen an zu erzählen. Ich nehme parallel mit verschiedenen Kameras auf. Das ist gerade die Sony ERX 100 Mark I. Falls jemand was sagen würde, das ist eine Kamera, die der ERX 100 Mark I nicht gleich kommen kann. Das ist die A7S Mark II. Es geht jetzt aber nicht um Equipment, es geht auch nicht um den Ronin M, den ich sehr liebe, aber es geht um unser nächstes großes Projekt. Und zwar natürlich für die Filmklappe. Ich habe mich mit X-Breeze, falls der ein oder andere den kennt, noch seinem Freund, haben wir uns zusammengesetzt, eine Story entwickelt und letztendlich das Kurzfilmprojekt zu der Elbe-Weser Filmklappe 10 entworfen. Ja, und das Ganze steht jetzt nicht, da wollte ich euch jetzt nicht vorhin weiter mitnehmen, aber ab heute fangen die Extras sozusagen an. Und ich sag mal so viel, ich werde euch jeden Tag mitnehmen auf diese recht große Reise. Es werden vielleicht 4 Vlogs kommen, vielleicht 5, vielleicht aber auch nur 3, das werde ich dann sehen. Wobei 4 sollten es eigentlich mindestens sein. Und hier, wir haben viel getestet noch. Ihr werdet ihr gleich noch ein, zwei Sachen vorher sehen. Noch bevor man dieses Ding hatte, bevor man dieses Ding hier hatte, also das Objektiv, die Kamera, noch bevor man atmen konnte, sozusagen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, für die einen oder anderen, die dabei sind. Es wird, glaube ich, echt eine super Zeit. Kann ich nur so sagen, ich bin gerade noch sehr müde, denn es ist erst 10.53 Uhr. Und ihr werdet jetzt ja, wie gesagt, im Folgenden immer so Zusammenschnitte sehen. Dann würde es allerdings noch eine ganze Zeit dauern, wenn der eigentliche Film kommt. Das heißt, zumindest 2 Monate. Ich rechne mit Juni. Im Juni wird er dann irgendwann veröffentlicht, ist also noch eine ganze Ecke hin. Trotzdem werden Vlogs kommen. Ich versuche auch einen Teaser zu produzieren. Und ja, falls es noch Fragen gibt oder falls jemand noch spontan Bock hat, mitzuwirken, was natürlich auch geht, einfach mich in irgendeiner Form kontaktieren. Es gibt genug Formen, und wenn es über Twitter ist, wo ich nicht aktiv bin, auch da schaut man mal vorbei. Gut, das war es soweit erstmal mit meinem Gebrabbel. Jetzt noch seht ihr noch ein paar Szenen, und dann sehen wir uns dann morgen schon beim nächsten Video, wo es dann mit dem Dreh letztendlich beginnt. Okay, Story soweit, nichts mehr zu sagen, dazu sage ich nur, schaut euch mein Review zu Shaun White Skateboarding nicht an. Traurig hohe Stimme, aber traurig geile Story. Von daher bis dahin, ich werde noch einmal, das ist ja noch das Highlight, finde ich, das Ding hier anmachen. Er nimmt jetzt auf, ohne S-Log 2, ohne S-Log 3, und ich habe ihn nicht vorstabilisiert, das heißt, war zu dumm zum Einstellen. Jede Achse ist ein bisschen scheiße, außer vielleicht die Panachse, das ist die Panachse. Jetzt werde ich den Ronin einfach mal anstellen. Jetzt werden wir gleich sehen, dass der Ronin sich selbst stabilisiert. Und damit ist er bereit für den Unternehmer. Ich muss ihn mal eben rausnehmen. Moment. So. Das ist der Ronin M.
Und ich habe den Briefcase-Mode schon wieder verkackt. Na egal. Hier den. Moinsen. Mal gucken, ob es vom Fokus her passt. Ich weiß das gar nicht. Wenn ich jetzt auf den Briefcase-Modus umschalte, verkackt er immer noch. Ich hasse den Briefcase-Modus. So, okay. Bis dahin und tschüss. I'm standing on